Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Let's Play Super Mario Maker auf meinem Kanal. Erschienen am 11. September 2015 ist dieses Spiel wohl eines der wichtigsten Titel für die Wii U-Konsole im Jahr 2015. Natürlich entwickelt von Nintendo, ist ja klar, wer hätte es gedacht. War ja schon lange überfällig, so ein Level-Editor. Aber hier gibt es auch jede Menge Spielspaß, das werden wir in unserem Let's Play auch hoffentlich feststellen. Und ja, ich brauche eigentlich nicht viel über das Spiel sagen, es Let's Playt ja sowieso jeder, von daher, würde ich sagen, brauche ich nicht viel erklären. Wir legen einfach sofort los. Und zwar werden wir spielen. Und zwar Level aus aller Welt. Die 10 Mario-Herausforderungen, also wie gesagt, das Spiel ist, blind. Man kann es eigentlich nicht so sagen. Es ist ja immer irgendwie blind, weil man Spiele spielt, die man noch nie gesehen hat. Von irgendwelchen Nutzern aus aller Welt eben. Und ich habe natürlich schon mal reingeguckt. Ich bin jetzt beim zweiten Level. Ich habe auch schon ein Level hochgeladen. Da zeige ich euch dann später die ID. Wir wollen aber jetzt erstmal die 100 Mario-Herausforderungen spielen. Wir fangen also ganz normal und regulär eben an. Und ich werde euch dann im Laufe des Let's Plays natürlich ein paar Level präsentieren und wir werden natürlich immer Level von anderen Leuten zocken. Leicht, normal oder schwer? Schreibt es in die Kommis. Also, ist eine gute Frage. Ich habe mich an schwierig probiert und fand es wirklich fast schon zu schwierig. Also, so gut bin ich dann auch wieder nicht. Wir spielen einfach mal normal. Also, schwierig. Bei allem Respekt, so gut bin ich dann doch wieder nicht. Ich meine, das ist jetzt mein erstes 2D-Jump'n'Run, was ich Let's Play. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Prinzessin Peach wurde von Bowser bzw. von Goombas entführt. Und wir müssen dorthin zurück. Ja, wie ihr bestimmt schon mal gehört habt, ist dieses Spiel eins der wenigen. Okay, wir haben 100 Leben. Stack things up. Okay. Ist dieses Spiel in 4 Stilen gehalten? Ja, das war schon gleich ein Fehler. Und zwar haben wir hier den normalen New Super Mario Bros. Stil. Die normalen. Das uralte von, ich hätte gern einen Stern und einen Helm, danke. Da ist noch ein Stern. Die schmeißen mit Sternen hier, das freut mich. Ach, und ich soll da oben hin, oder was? Verstehe. Gut, dann ist das ja geschenkt. Es gibt verschiedene Stile, einmal den von 1985. Das ist jetzt 30 Jahre her, damit feiert auch Super Mario Bros. Sein 30-jähriges Jubiläum. Danke lieber Mario für dein Level. Dann gibt es noch den Super Mario Bros. 3 Stil. Wann kam das raus? Weiß ich gar nicht. Und dann Super Mario World. Und dann New Super Mario Bros. U. Also ein ganz... Okay. Ein ganz neuer Titel. So, uns werden jetzt die verschiedenen Amiibos vorgestellt. Sehe ich das richtig? Der will einer angeben, der sau viele Amiibos hat. Okay, Peach, alles klar. Das ist das Geile. In diesem Spiel werden 99 Amiibos unterstützt. Man kann hier selbst Splatoon-Inklinge spielen. Das ist schon sehr speziell, Nintendo. Muss man euch lassen. Okay, Bowser. Okay, super. Habe ich das auch mal in meinen Videos? So, Yoshi, hallo. Oh, er kann sogar in sein Ei rein. Geil. Ein blauer Yoshi. Stampfattacke können wir zum Beispiel noch nicht in diesem alten Titel. Oh, cool. Der silberne Mario. Nice. Es gibt ja so Special Amiibos, ne? Oh, der Goldamm. Okay.
Alles klar. Läuft bei dem Donkey Kong. Naja. Donkey Kong, naja. Rosalina. Ich spiele das jetzt eben das erste Mal mit diesen vielen Amiibos. Wario. Oh, keine Soundfiles, schade. Ah, doch. Der gute alte Wario. Bowser Jr. Boah, sieht auch witzig aus. Aber das sind mehr so Gimmicks. Damit will man eigentlich nicht unbedingt immer spielen. Link wird jeder erkennen, denke ich mal. Prinzessin Zelda. Oh, verwandelt sich in Sheik. Oh. Habe ich da jetzt Leute gespoilert? Tut mir leid. Okay. Umgekehrt, alles klar. Ganondorf. Also, viel können diese Amiibos wirklich nicht machen. Das ist einfach nur... Sieht einfach nur schöner aus mit ein bisschen mehr Sound. Auch Kirby kann nicht fliegen zum Beispiel. DDD. Teilweise Smash Bros. Charaktere hier. Meta Knight. Sieht man. Pikachu. Umluff. Zero Suit Samus. Ah, sieht gar nicht so hübsch aus. Im Pixel. Ja. Oh, Palutena. Auch nicht schlecht. Finsterer Pit. Marth? Nee. Keine Ahnung. Oh, Little Mac. Animal Crossing. Der Villager ist auch mit am Start. Schulk, oder? Ja. Der bei jeder Aktion irgendwie was sagt auf Japanisch oder so. Pac-Man! Oh. Der sieht geil aus, finde ich. Hui! Ah, wenn man rennt. Cool, cool. Sonic? Der rollt sich wahrscheinlich zusammen. Ja, genau. Dling. Und als letzten... Nein! Scheiße. Abgrundtiefe Scheiße war das. Gott. Also... 30. Jahr, aber nicht jeder Amiibo. Ja, ist egal. Oh, Scheiße, ey. Ich hätte zu gerne gewusst, was da noch in dem letzten drin war. Ja gut, das bleibt jetzt im ewigen Geheimnis und in der ewigen Interpretation meiner Zuschauer und mir selbst. Das ist auch viel spannender. So. Spin Jump gibt es hier im Super Mario World Stil auch. In dem Stil, den wir gerade gespielt haben, nicht, aber hier gibt's das. Spring doch, du Honk. Ey, unfassbar. Ey, hallo. Das wird ein absolutes Frust-Let's Play. Das sage ich euch gleich schon. Ich bin jemand, der sich da nämlich ultra aufregt, weil das so verdammt. Ich will nicht sagen einfach, aber. Es ist schon irgendwie doch einfach. Ist. Und jetzt kommen hier wahrscheinlich nur Gegner raus. Oh, eine Fee. Oh. 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 Also keine Feder, sondern Escape halt. Oh. Wir haben mehrere Wege, wie ich das richtig sehe. Da unten ist eine Blume. Okay, in die Röhre geht es nicht rein. Die kann uns nur zerquetschen. Oh. Doch, da kommt was raus. Ah, aber okay, das ist kein Helm gewesen. Gut, dann kann ich mir auch die Blume nehmen. So. Okay, hoch geht's. Oder auch nicht.
Naja, das wird, also ich sag euch Leute, das wird was werden, das Let's Play. Ich spiele übrigens mit Fernbedienung und nicht mit Gamepad. Hallo. Das hat verschiedene Gründe. Ich komme mit der Wii-Steuerung einfach irgendwie besser zurecht. Und mit dem Gamepad habe ich mich einfach nicht so... Ja, das Gamepad hat mir nicht so gefallen. Auch schon bei New Super Mario Bros. U hat mir es nicht so gut gefallen. So. Ich stelle mich echt viel zu blöd an. So, dieser Weg war schwieriger, deswegen gucke ich einfach mal, ob... Ja. Okay, da geht's hoch. Mann, ey. Unglaublich! Oh, Yoshi. Ja, die Steuerung, muss man sagen, ist halt auch einfach ein bisschen schwammig. Oh. Sieh einer an. Okay. Okay, was? Zwei, was geht denn hier ab? Warte, Moment. Noch ein P-Switch. Mal nicht, hallo. Mann. Hallo? Boah, ey. Also da geht's nicht rein. Doch, da geht's rein. Ja. Läuft. Was ist denn jetzt hier der richtige Weg? Nochmal ein Yoshi. Ich glaube, also es wirkt fast so auf mich, als ob er da der Ersteller ein bisschen hingesetzt hat. Also das Level ist, ist okay, also finde ich gut, aber da ist das Ziel? Wieso ist das? Hä? Naja, ja, war okay, aber... Ja gut, es gibt halt mehrere Wege, das mache ich auch recht gerne. Wenn ich mal ein Level baue. Cave Dungeon, ja, war okay, aber finde ich jetzt immer noch keinen Stern wert. Also das ist alles ein bisschen... Ja, ein bisschen mäßig. So, so. Smashy oder Smashy. Okay. Ja, es gibt halt, ich finde, was halt schade ist bei Super Mario Maker, es gibt so kleine Feinheiten, wie dass man hier, wenn man die Stampfattacke gedrückt hält, dass man dann die Münzen immer wieder weiter farmen kann. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Und eine andere Sache ist auch, ihr seht es vielleicht an den Gegnern, dass sie nicht in 30 Frames arbeiten. Also, das finde ich schon irgendwie sehr komisch, dass ich mich selber in 60 FPS bewege und die Gegner, also die Goombas, das sieht schon irgendwie billig aus, wie die sich bewegen. So, brauche ich dich? Ich guck mal, ob ich dich brauche. Okay. Ja, war jetzt auch nicht so der absolute Brüller, aber kann man ja durchaus mal machen. Also es ist... Ja. Hm, ja. Okay, ich sag ja nichts. Ich mach auch nicht bessere Level, aber so ein bisschen mit Hirn sollte man schon arbeiten können. Hier in Super Mario. Ach, ich darf mich nicht bewegen. Okay. Super Mario Maker. Ja gut, da kann ich ja eigentlich nur sterben. Muss auch immer wieder gucken, wie das Level heißt. Ja, aber ich sehe halt nichts. Ich verstehe halt kein Japanisch, es tut mir leid. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man sich wirklich nicht bewegen darf. Na, sieht so aus, ja. Ja, ein kleines No-Move-Level. Das ist immer so schön anzusehen. Das ist auch echt nicht schlecht gemacht. Also, cool. Sehr kurz, aber... Es gibt viel... Viel zu sehen. Ja, man muss halt immer unterscheiden zwischen unnötig und...
Ich will ja jetzt nicht kritisch sein, aber das gibt für mich auch keinen Stern. Das ist. Naja, okay, sei mal nicht so geizig. Ich sag ja schon nichts. So. Ja, da kommen wir doch ganz gut voran. Den ersten Part, das freut mich. Maze oder Mass. Matze. Oh. Ja. Das könnte so ein Wandsprung-Level sein. Wandsprung gibt es ja auch erst seit den neuesten Teilen, ne? Seit den neuesten Teilen. So, das sind Münzen. Ist es gut? Nee, ist nicht gut. Ist eine Sackgasse. Willst du mich an der Nase rumführen? So. Da, okay. Da soll ich rein. Ah, da ist eine Röhre. Okay. Das war ein Troll. Ist auch ein Troll. Ist auch ein Troll, aber ich gehe trotzdem mal runter. Seht ihr, der Gumba, der ist so ein bisschen, der bewegt sich nicht so gut. Es gibt halt manche Sachen, die, ja, fand ich jetzt, hätte man nicht übernehmen brauchen. Aus den anderen Teilen oder umgekehrt. Zum Beispiel, man konnte bei New Super Mario Bros. U keine P-Schalter, also keine P-Switches, die konnte man nirgendwohin mitnehmen. Ja, das ging einfach nicht. Und hier geht das halt. Das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und auch die ganzen Endings und die ganzen Musiken und so weiter und so fort. Ist einfach alles nicht dasselbe. Das wurde halt so versucht zu vereinheitlichen und das finde ich eigentlich. Man hätte bei den ganzen originalen Dingern bleiben sollen. Okay, da ist nichts drin. So. So, ich bin mal gespannt, wie das hier alles endet. Also, das scheint mir doch ein. Okay. Invisible Coinbox. Scheint mir doch ein recht interessantes Level zu sein. Können wir hier hoch? Ja. Ich muss mir da irgendwo einen Weg durch das Labyrinth bahnen. Da ist eine Röhre, da kann ich rein. Ich geh mal rein. Aha, gut, wir sind dem Ziel nahe. Ich guck da unten nochmal, was da ist. Ich weiß natürlich nicht, was in der anderen Röhre ist. Da ist auch nichts. Dann geht's ja wohl nur noch da hoch. Da. Nochmal ein Großwerdepilz. Da ist nur ein Gumba. Und das ist Ziel. Okay. Ja, warum nicht? Okay, war ein ganz schönes Level. Doch, doch. Hatte was. Ja, aber es ist halt einfach zu wenig so. Ja, ich weiß nicht. Okay, zwei Level machen wir noch. Die gehen ja recht schnell. Ein Adventure Begins Beta von Kubisch. Beta. Okay, ich sehe nichts. Okay. Okay, das ist anscheinend bis jetzt alles so geplant. So, da unten sind Münzen, soll ich da rein? Nee. Verdammte Falle, ey. Trampoline. Okay, also das Ganze soll ein Adventure sein. Mit verschiedenen Aufgaben, die wir zu machen haben, zu bewältigen haben. Die sind jetzt aber alle nicht so schwer bis jetzt, aber meine Meinung kann sich natürlich noch ändern. Ich verstehe. Ja, ich habe mich. Ja, Okay, habe mir schon gedacht, dieses Trampolin da ist nämlich relativ unnötig, weil da oben können wir gar nicht hin. Wir müssen da. Ach, das sind ja Pilze. Ja, so geht's auch. So, und jetzt versuche ich mal über die Dinger drüber zu springen. Wow, scheiße. Okay, da ist nichts drin, ne. Nee. Komm. Ey Gott, wie soll ich denn das machen? Ja, gut. Okay. Ja.
Und habt ihr gesehen, man kriegt oben sogar... Man kriegt oben sogar Leben. Schon am Anfang gespendet. So, das sind nochmal Pilze. Ja, wo waren denn die Pilze? Das letzte Mal. Komisch. So, nehme ich mal mit. Das war nämlich gar nicht so eine schlechte... war gar so keine so schlechte Idee mit dem Trampolin. Das halt nur richtig mitnehmen. Und auch bei Super Mario Bros. War es so, dass wenn du dich hingestellt hast und das Trampolin losgelassen hast, hat es nur einmal gehopft. Wenn du es jetzt machst, hopft das total weit. Also, versteht, was ich meine. Das sind so Details, die, auf die habe ich einfach Wert gelegt. Ja. Okay, jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Ich jumpe aber hier drüber. Das muss man nämlich machen. Das merkt man auch erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. So, das ist einfach. Der kommt bestimmt zurück. Ich hätte mitlaufen sollen, aber da ist zum Glück noch einer. Was? Alter. Jetzt halte ich mich mit dem Level auf, oder was? Läuft. Yo, ohne Gegentreffer. Yo, 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 yo. Oh, Goomba. Pilze, komm zu mir! Nein! Das ist so geil. Und die Gegner tanzen ja dazu, ne? Ba, ba, ba. Ba. Ich finde die Musik einfach episch. So, da ist nichts. Ba, ba. Bam, 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 bam. So. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, was der Hell? Ich habe mir schon gedacht, da wäre so... Da wäre irgendwie so ein, versteckte Münze oder so. Die kommt mal. War eine geile Idee. Das muss ich auch machen bei meinem Level. So, ein Level machen wir noch. Das geht noch, das eine. So richtig, ich habe jetzt richtig voll Bock, richtig viel zu zocken davon. Peach Spear. Pier meine ich. Peach Spear. Auch ein Scrolling-Level. Im World Steel. Alles klar. Das erinnert mich ein bisschen an Kaizo Mario. Also ich habe es nicht gezockt, aber ich habe das Let's Play von LP Markus geguckt. Das ist so ein geiles Let's Play. Das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist absolut episch. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. Okay. Feuerblume, brauchen wir die für irgendwas? Oder wie sieht's aus? Ja, das ist... blöden Fische da. Naja. Fischi, weg da. Ja, Scrolling-Level dauert auch ein bisschen so seine Zeit. Warte, da oben? Ist da oben was? Nee. Sieht nicht so aus, ne? Okay, rein geht's. Muss ich hier irgendwas machen? Nee. Muss auch nichts machen. Alles Standard bis jetzt. Da soll ich rein. Soll ich dem glauben? Beim Scrolling-Level weiß man nämlich nie. Ja, nee, da ist nichts mehr. Okay. Oh, eine Schwimmpassage. Scheiß Fische, Digga. Das ist ja mal ein super Anfang. Yo. Als ob. Als ob. Das ist ja mal ein super Anfang hier. Mit dem Schwimmzeug da, blöde Blooper da. Hau mal ab jetzt. Och, du blöder Fisch. Fisch gesehen. Nee, Spaß. Oh, da ist auch schon das Ziel. Okay, ja, gut. War halb so wild. Ich geb's ja zu. Piu.
Ich habe Super Mario World gekauft auf der Universal Console und es ist einfach ist ein cooles Spiel. Ich habe es zwar auch kaum gespielt, aber war echt cool. So, das Gute ist, bei dem Normal und Schwierig, bei der 100 Mario Herausforderung, können wir speichern. Und aus diesem Grund bedanke ich mich fürs Ansehen. Das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch, wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Super Mario Maker. Einen schönen Tag noch euch. Viel Spaß, was immer ihr auch tut. Macht's gut, ihr Lieben. Cut.